Hallo, hier ist der Michael von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Wir fahren seit mehreren Jahren eine Renault Zoe, haben diese mit einem 40 kW Akku ausrüsten lassen, sodass die Gesamtetappenlänge bis zur nächsten Aufladung etwas länger geworden ist und haben ganz bewusst uns für das ältere Baujahr entschieden, was mit dem Continental-Motor die Möglichkeit bietet, mit 43 Kilowattstunden mit Wechselstrom zu laden, sodass das Fahrzeug mit kürzeren Ladepausen wieder aufgeladen ist, vorausgesetzt man lädt an einer Schnellladesäule. Normalerweise nutzen wir das zum Beispiel auch im Urlaub, wenn wir das Fahrzeug nehmen, um damit Urlaubsfahrten zu machen, nach Skandinavien hoch, Dänemark, Norwegen, Schweden, alles möglich. Und dieses Jahr waren wir in den Highlands. Das beinhaltete eine Fährfahrt bis in die Mitte von England ungefähr, nach Newcastle. Und von da aus sind wir dann mit dem Elektroauto hochgefahren in die Highlands bis nach Skye. Und haben uns da oben ein bisschen rumgetrieben während der Urlaubstage. Und einige Impressionen von diesem Urlaub zeigt dieser kurze Film. Für das Laden auf den britischen Inseln ist es notwendig, eine Karte von ChargePlace Scotland oder Charge Your Car zu haben. Das sind zwei Anbieter, beziehungsweise eigentlich sogar nur ein Anbieter auf der Insel. Man kann das auch mit einer Handy-App machen, solange man sich in Gegenden aufhält, wo der Handyempfang gut genug ist, sodass das mit der App auch funktioniert. Fährt man jedoch oben in die Highlands, an die Nordküste, ist es so, dass es Gebiete gibt, wo der Handyempfang so schlecht ist, dass es mit der Handy-App nicht geht. Dann funktioniert aber die Karte in der Regel, auch wenn die Säule keine Verbindung zum Server hat oder ähnliches. Die Säule schaltet mit der Karte frei und das Aufladen funktioniert. So haben wir das auch in Norwegen erlebt. Auch an den abgelegensten Säulen ging das Laden, vorausgesetzt man hat eine funktionierende Karte. Man muss sich also für solche Fernfahrten in der Regel darum kümmern, Karten zu haben, die für das dortige System funktionieren und es möglich machen, die Säulen auch ohne Handy-App freischalten zu können.
Und für eine sichere Information darüber, wo Säulen sind, die funktionieren und in welchem Zustand die Säulen sind, ist es natürlich hilfreich, Zugriff auf eine Datenbank zu haben, in der die Säulen in dem jeweiligen Land verzeichnet sind. Bei uns hier in Deutschland ist es die Going Electric Datenbank, auf die mit verschiedenen Apps zugegriffen werden kann, um zu sehen, wo sind Ladesäulen. So etwas Ähnliches gibt es auch auf den britischen Inseln, das heißt da ZapMap. Das ist eine Karte, für die man eine App runterladen kann, auf der man sich dann im Internet anmeldet. Dann kann man auch am Chat teilnehmen und sich da eintragen, was man an den verschiedenen Säulen so erlebt hat. Und kriegt natürlich wichtige Informationen von anderen Elektroauto-Usern, ob eine Säule, die man plant anzufahren, funktioniert oder nicht. So dass man im Vorfeld schon weiß, kann ich da in die Richtung fahren? Ist das eine Möglichkeit, da zu laden? Oder muss ich gegebenenfalls eine andere Säule wählen?